Über zwei Jahrzehnte hinweg hat Palpatine mit akribischer Sorgfalt die Pläne für den Todesstern geschmiedet. Er sollte sein Meisterwerk werden, das krönende Juwel, die ultimative Waffe und das Sinnbild seines Triumphs. Der Todesstern könnte gar als physische Manifestation von Palpatines absoluter Vorherrschaft betrachtet werden. Viele gingen davon aus, dass Palpatines Ziel die Auslöschung der Jedi und die Errichtung des Imperiums war. Doch das war nur ein kleiner Teil seines großen Plans. Stets strebte er nach totaler galaktischer Dominanz. Die ultimative Kampfstation. Der Todesstern sollte das Instrument dieser Kontrolle sein. Und Palpatine setzte so großes Vertrauen in diese Superwaffe, dass er den imperialen Senat auflöste und die Ratschläge von Vader und Thrawn in den Wind schlug. Beide hatten die immense Ressourcenbildung für den Bau des Todessterns in Frage gestellt. Doch all das führte dazu, dass das gesamte Projekt buchstäblich in Flammen aufging. In den Filmen bleibt uns verborgen, was Palpatine tatsächlich über die Vernichtung und den Verlust seines großartigen Werkes dachte. Doch in der Vader-Comic-Serie von 2015 erhalten wir ein umfassendes Bild davon, wie er sich fühlte. Und wir können euch sagen, Freunde, er war alles andere als erfreut. Für jemanden wie Palpatine, der es nicht gewohnt war zu verlieren, war der Verlust des Kronjuwels des Imperiums ein herber Schlag. Doch noch wichtiger ist, wie dieses Ereignis Palpatines Herangehensweise an den Krieg und seine Beziehung zu Darth Vader grundlegend veränderte. Im ersten Comic der Serie berichtet Vader Palpatine von einer Begegnung mit den Rebellen auf dem Todesstern. Natürlich handelte es sich dabei um Luke Skywalker, seinen Sohn und die anderen Rebellen, obwohl Vader nicht wusste, dass er sein eigener Sohn war. Er berichtet von der jüngsten Zerstörung eines imperialen Konstruktionsdepots durch die Rebellen und liefert eine ausführliche Nachbesprechung der Ereignisse. Doch Palpatine zeigt wenig Interesse an den Fehlern anderer. Sein Fokus liegt auf dem Versagen seines Schülers. Sein Fokus liegt auf Vader. Freunde, dieses Video wird euch präsentiert vom einzig wahren Spiel, welches einfach über 250 Millionen Downloads weltweit hat. Raid Shadow Legends. Und das soll's noch nicht gewesen sein. Denn wir beide haben eine Belohnung für euch am Ende parat. Raid Shadow Legends gibt's schon seit 5 Jahren und das zeigt sich. In einem der größten Events, die Asgard-Spaltung, können 4 Spieler Champions sammeln, die auf der nordischen Mythologie basieren. Loki der Gauner, Thor Feenhammer, Odin Feenvater und Freya Fateweaver. Loki gibt's sogar kostenlos beim Einloggen von 7 Tagen bis zum 23. Oktober. Aktuell steht die Halloween-Saison an und da gibt's die verrücktesten Charaktere. Der legendäre Kürbis-Jack von der Untoten Horde. Der Brakus-Wandler und mürrisches Monster, der doch glatt Frankensteins Bruder sein könnte. Wenn du noch nicht angefangen hast, hier deine Chance mit unserem persönlichen Bonus. Du erhältst sofort ein riesiges Starterpaket mit dem epischen Champion Magier der Gruft. Außerdem erhältst du ein weiteres Paket, nachdem du Level 15 erreicht hast, das einen epischen Rector Drath enthält. Eines der mächtigsten Unterstützungs-Epics in-game. Mit dem Promocode MONKEYKING gibt's sogar noch den Champion Sun Wukong obendrauf. Nur zum Mitschreiben, Raid-Helden werden nur sehr selten über Promos vergeben, das Angebot ist also extra für euch. Fügt uns in-game hinzu unter 212. Tom und tretet unserem Clan 212. Tom Taha bei. Die Belohnungen gibt es nur über unseren Link oder QR-Code. Worauf wartest du also noch? Lade dir Raid Shadow Legends jetzt herunter. Fast 20 Jahre haben sie gewartet, das Gerüst der Republik aufrechterhalten. Palpatine ärgerte sich über den herben Verlust. Die größte und potenteste Waffe ist nun verloren. Er gab Vader die Schuld. Wir sehen also, Sidious erste Reaktion ist eine tiefe Besorgnis über die Fähigkeit des Imperiums, Ordnung aufrechtzuerhalten. Er betont, dass sie weder den Senat noch den Todesstern haben, um für Stabilität zu sorgen. Sei es durch sanfte oder harte Mittel. Wir finden das wirklich spannend, dass seine Sorge darin besteht, als Imperator das Gesetz und die Ordnung zu bewahren. Vielleicht aber fürchtet er auch um seine eigene Stellung, denn der Senat existiert nicht mehr. Die Macht ist hochkonzentriert und um diese Kanalisation der Macht zu halten, ist eine Superwaffe notwendig. Entgegen der Meinung der Mehrheit war Palpatine kein gedankenloser Tyrann. Er behielt stets den Zustand der Galaxie im Auge und war sich bewusst, wie seine Bürger ihn wahrnehmen. Es ging nicht mehr nur um vereinzelte Aufstände, Rebellenzellen oder aufsässige planetare Herrscher. Das Imperium und Palpatine hatten nun einen greifbaren Feind. Die Rebellenallianz. Ein Feind, der dem Zorn des Imperiums entgangen war und nun einen neuen, bedeutenden Sieg errungen hatte.
Das Image einer unbesiegbaren Militärregierung hatte nun einen tiefen Riss und Palpatine geriet in Panik. Dass ihm sein öffentliches Bild wichtig ist, zeigt uns ebenfalls Star Wars The Bad Batch. Als Chuchi dem Senat die abscheulichen Wahrheiten auftischt, ist es Palpatine, der alles in geregelte Bahnen lenkt. Doch das hier war um einige Größenordnungen schlimmer. Seine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr, als sich immer mehr Leute den Rebellen anschlossen, wie die Mon Calamari, die sie mit Großkampfschiffen versorgten. Doch nicht nur der Todesstern war verloren, Palpatine erkannte auch das Problem, dass er selbst den Senat aufgelöst hatte. Die einfachen Bürger der Galaxis hatten keine Stimme mehr in Staatsangelegenheiten und Palpatine regierte als absoluter Diktator. Vorher hatte das Imperium zumindest den Anschein von Demokratie in sich. Ein Mittel, um jene stillzuhalten, die nicht bereit sind für Gewalt, doch dieses Druckventil hatte er genommen. Mit der Zerstörung von Alderaan hatte er das Imperium gegen die Galaxis aufgebracht und die Menschen waren unzufrieden, dass nun imperiale Gouverneure ohne die von ihnen gewählten Senatoren über sie herrschten. Die wachsende Angst und Unzufriedenheit drohte in offene Aufstände und Rebellionen zu gipfeln, mächtiger als je zuvor. Der Verlust des Todessterns bedeutete für Palpatine nicht nur den Verlust einer Waffe, sondern auch die Destabilisierung seiner Herrschaft. Das erklärt, warum das Imperium in Das Imperium schlägt zurück viel aggressiver vorging. Orte wie die Wolkenstadt besetzte, um deren Ressourcen zu kontrollieren und versuchte, so viele Rebellen wie möglich gefangen zu nehmen. Interessanterweise begann das Imperium auch, verstärkt mit dem Huttenkartell zusammenzuarbeiten, um im Outer Rim Einfluss zu gewinnen und geschickte Kopfgeldjäger anzuwerben, die dort Erfolg hatten, wo imperiale Agenten scheiterten. Die Bevölkerung wurde zunehmend unterdrückt, was kriminelle Organisationen wie die Schwarze Sonne dazu inspirierte, sich gegen das Imperium zu erheben und für ihre eigenen Ziele zu kämpfen. All dies war das Ergebnis von Sidious Panik und dem Fehlen einer wirksamen Methode, die Bürger nach dem Verlust des Todessterns zu kontrollieren. Dennoch gab es für den Imperator auch einen positiven Aspekt. Er gestand sich ein, zu viel Vertrauen in die Fähigkeiten des Todessterns gesetzt zu haben. Er lobte sogar General Teek dafür, dass er sich gegen die alleinige Abhängigkeit vom Todesstern ausgesprochen hatte. So sehr, dass Teek für seine Weitsicht befördert wurde. Teek hat stets gegen die Arroganz argumentiert, den Todesstern als einzige Waffe einzusetzen. Er allein war der Bedrohung durch die Rebellen angemessen misstrauisch. Während der zweite Todesstern gebaut wird, müsste seine Philosophie dominieren, dachte Palpatine. Es war ein Glück, dass er die Station vor ihrer Zerstörung verließ, um zu seiner geliebten Flotte zurückzukehren. Sonst hätte Sidious niemanden mehr, den er einsetzen könnte. Er soll eventuell das Kommando übernehmen. In Die Rückkehr der Jedi-Ritter übergibt der Imperator das Kommando über den Todesstern nicht an einen anderen Offizier. Nachdem er aus der Überheblichkeit von Tarkin und Motti gelernt hatte, vertraute er nicht einmal Vader die Überwachung des Projekts an. Palpatine persönlich begibt sich auf den zweiten Todesstern und übernimmt das Kommando, sowie die Beaufsichtigung der Fertigstellung. Doch eine Sache ist besonders bemerkenswert. In einer kränkenden Wendung degradiert der Imperator Vader und stellt ihn unter die Autorität von Großgeneral Tagge. Er befiehlt Vader nämlich Gehorsam über dem Offizier. Der entscheidende Teil von Palpatines Reaktion, den wir uns bis jetzt aufgehoben haben, ist, dass er Vader vollständig für das Scheitern des Todessterns verantwortlich macht. Wütend auf seinen Schüler wählt Palpatine keine körperliche Bestrafung, sondern zielt auf Vaders Stolz und Freiheit. Etwas an ihm, das vielleicht noch am unversehrtesten geblieben ist. Er degradiert seinen Schüler, einen Sith Lord, der eigentlich die rechte Hand des Imperators sein und Respekt im gesamten imperialen Militär genießen sollte, und stellt ihn in den Dienst von Teek. Dies wurde zu einem zentralen Konflikt in der Vader-Comic-Serie von 2015. Der dunkle Lord kämpft darum, seine Aufgaben zu erfüllen, während er einem nicht machtsensitiven Kommandanten untergeordnet ist. Doch die Degradierung war erst der Anfang. Palpatine sorgt dafür, dass er Vader bis ins Mark demütigt, indem er ihm als erste Mission aufträgt, nach Tatooine zu gehen, und bemerkt dabei sarkastisch, dass dieser Ort für ihn sicher sentimental sei. Um Darth Vader weiter zu erniedrigen, stellt Palpatine ihm einen persönlichen Aufseher zur Seite, einen imperialen Beobachter. Vader versuchte ständig, diese loszuwerden oder gar zu eliminieren, doch jedes Mal wurde ein neuer geschickt. Während all dies geschah, erreichten Sidious Wut und Enttäuschung über Vader ihren Höhepunkt. Er engagierte einen Mann namens Dr. Sylo. Sylo hatte einst geholfen, Vaders Rüstung auf Mustafar zu konstruieren.
Hinter Vaders Rücken erschufen Palpatine und Sylo mehrere kybernetische Krieger, die Lichtschwerter führen konnten, stark inspiriert von General Grievous. Der wahnsinnige Doktor modifizierte verschiedene organische Wesen, indem er sie mit Maschinen verschmolz, mit dem Ziel, Vaders Position als rechte Hand des Imperators zu bedrohen. Das hätte seinem Kollegen Dr. Hemlock sicherlich gefallen. Vader entdeckte nach und nach diese Intrigen und erkannte, dass Sidious' Zorn fehlgeleitet war. Er kam zu der Erkenntnis, dass Palpatine ihm die Schuld für die Zerstörung des Todessterns gab. Und das, weil dieser zu stolz war, sich selbst die Verantwortung einzugestehen. Im Laufe der Zeit und durch die ständige Auseinandersetzung mit Dr. Sylo verlor dieser den Verstand. Er versuchte direkt Lord Vader mit seinen Kreaturen zu töten und ging sogar so weit, den Imperator als Geisel zu nehmen. Doch der dunkle Lord überwand all diese Hindernisse, besiegte jede von Sylos Schöpfungen und vereitelte die Pläne des wahnsinnigen Doktors. Nachdem alles vorüber war, enthüllte Sidious, dass das Ganze von Anfang an eine Prüfung gewesen war. Ein Test von Vaders Willenskraft und seiner Würdigkeit als Sith. Zufrieden mit dem Ergebnis erkannte Sidious an, dass sein Schüler sich bewährt hatte und stellte seine Position wieder her. An diesem Punkt wurde ihm der Supersternenzerstörer Executor übergeben. Dieses eindrucksvolle Schiff sehen wir dann ja auch im Film. Fazit: Was war Sidious' Kernreaktion? Natürlich war er außer sich vor Wut darüber, dass all seine harte Arbeit und Planung zunichte gemacht worden waren. Und obwohl er Vader für dieses Versagen bestrafte, war Vader letztlich überrascht, dass die Reaktion nicht noch heftiger ausfiel. Vader erkannte, dass dies daran lag, dass bereits Ressourcen für den Bau eines zweiten, größeren Todessterns vorhanden waren und das Projekt schon in Arbeit war, als er Bericht erstattete. Der zweite Todesstern würde weit größer und mächtiger sein und in wesentlich kürzerer Zeit gebaut werden können. All dies erwies sich als umfassender Test, ob Vader würdig war, den zweiten Todesstern zu verteidigen, die neue, größte Waffe des Imperiums. Und am Ende bewies Vader, dass er tatsächlich würdig war. Doch was meint ihr zu dem Thema? Wir finden, Palpatine hätte sich sein Versagen ruhig einmal eingestehen können. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.